Am 11. Mai öffnen in den Niederlanden wieder Grundschulen und Kitas. Allerdings nicht in vollem Umfang. Vorerst soll nach dem Abwechslungsprinzip verfahren werden, gab Ministerpräsident Mark Rutte bekannt. Die Kinder in den Grundschulen werden die Hälfte der Zeit in der Schule verbringen. Einen Tag die eine Hälfte der Schüler, den anderen Tag die andere Hälfte der Schüler. Der Unterricht an weiterführenden Schulen soll am 1. Juni wieder beginnen. Viele andere Bereiche des öffentlichen Lebens bleiben von den Lockerungen erst einmal ausgenommen. Dazu gehören sogenannte Kontaktberufe. Deshalb dürfen Friseur- und Massagesalons sowie Nagelstudios weiterhin nicht öffnen. Großveranstaltungen bleiben in den Niederlanden bis zum 1. September untersagt. Dazu gehören etwa Sportveranstaltungen oder Konzerte. In dem Land hat es bisher rund 34.300 Ansteckungsfälle und 4.000 Covid-19-Tote gegeben.